Der Weißplatter Hof befindet sich in Labers oberhalb von Meran. Dort führt das Versuchszentrum Leimburg seit 2018 einen Feldversuch durch, der von Barbara Reifer, Leiterin des Fachbereichs Weinbau, koordiniert wird. Im Rahmen des Projektes Wood Up wurde auf die Rebanlage verteilt Biokohle in das Erdreich eingearbeitet. Durch diese Zellstruktur hat die Kohle eine sehr, sehr große innere Oberfläche von bis zu 300 Quadratmeter pro Gramm Kohle. Das ist riesig. Und dadurch hat die Kohle einen Schwammeffekt, einen Speichereffekt. Sie kann alles aufsaugen und auch speichern. Sie speichert und kann eben vor allem Stickstoff länger dann der Pflanze zur Verfügung stellen. Denn der Stickstoff wird zu einem großen Teil eben ausgewaschen oder geht in die Luft. Und durch die Kohle ist der Stickstoff länger und besser verfügbar für die Pflanze. In diesem Projekt sind Marco Baratieri, Professor für Technische Physik an der Freien Universität Bozen, und sein Team eng eingebunden. Im Labor für Bioenergie und Biofuels, das sich in der Industriezone von Bozen befindet, werden verschiedene Versuche mit organischem Material durchgeführt. Wir versuchen, Biomasse aus Holzabfällen oder Restmüll aufzuwerten und es in etwas Nützlichem zu verwandeln. So erhalten wir zum Beispiel ein Gas, aber auch andere äußerst interessante Materialien, wie zum Beispiel Biokohle, die im Projekt Wood Up unsere Aufmerksamkeit hatte. Biokohle hat einige gute Eigenschaften. Sie entsteht durch das Vergasen von Holz ohne Zufuhr von Sauerstoff. Diesen Vorgang nennt man in der Fachsprache Pyrolyse. Bei diesem Vorgang wird ein Teil der Biomasse in Biokohle verwandelt. Ein anderer Teil wird zu brennbarem Gas, da dieser reich an Wasserstoff und Kohlenmonoxid ist. In Nachbarregionen wird derzeit bereits erfolgreich Pflanzenkohle für den Einsatz in der Landwirtschaft erzeugt. In Südtirol ist ein Umrüsten bereits bestehender Vergasungsanlagen in den meisten Fällen leider nicht möglich. Neue Vergasungsanlagen sollen in Zukunft aber so konzipiert werden, dass sie neben der Energie auch qualitativ wertvolle Biokohle erzeugen können. Im Labor der Freien Universität Bozen arbeiten Forscher an einem Prototypen. Wir sind überzeugt, dass eine Kehrtwende dahingehend eingeleitet werden kann, wenn wir es schaffen, dass Vergasungsanlagen gebaut werden, die beides können: Strom erzeugen und qualitativ hochwertige Biokohle, um den Kreislauf zum Beispiel im Weinbau zu schließen. Noch ist der Bau einer solchen Anlage wirtschaftlich nicht rentabel und mit vielen Fragezeichen verbunden. Damit würde man aber einen Beitrag zur Verbesserung der Klimabilanz im Rahmen des New Green Deals der EU leisten. Auf 100 Kilogramm, die der Umgebung entzogen werden, dienen 90 Kilo für die Erzeugung von erneuerbarer Energie, während 10 Kilo im Boden als Biokohle gebunden werden. Wenn das passt, dann speichert die Kohle Kohlenstoff über Jahrhunderte im Boden. Und das heißt, man kann Kohlenstoff der Atmosphäre entnehmen und im Boden binden. Und das ist genau das, was wir heute in dieser Phase brauchen. Also man weiß, dass wir nicht nur den Kohlenstoffausstoß reduzieren müssen, sondern wir sind heute schon in einer Phase, wo wir Kohlenstoff noch zusätzlich aus der Luft binden müssen. Und das kann man mit Kohle machen. In Zukunft könnten sämtliche organische Abfälle, die in der Landwirtschaft anstehen, für die Produktion von Biokohle zur Verfügung gestellt werden.
Dazu zählen nicht nur die nach der Maischegärung entstehenden Pressrückstände. Einmal das ganze Schnittholz, das anfällt, dann auch die Trestern, die anfallen, sofern die nicht zu viel Kupfer drinnen ist. Also Schwermetalle dürfen im Ausgangsmaterial natürlich nur in sehr, sehr bescheidener Menge vorhanden sein. Dann die Wintereinsaaten, wenn man auf Basis von Wintergetreide, das ist jetzt kein Speisegetreide, das ist vor allem zur Bodenverbesserung. Und das Dritte ist dann, wir haben in den Rebanlagen heute ja auch schon relativ viele Bäume stehen. Wenn wir zum Beispiel an die Ölbäume im Unterland denken, wo auch Schnittgut anfällt. Und auch dieses Material wäre sehr gut geeignet für die Erzeugung von Kohle. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen in diesem organischen Stoff ein Potenzial, das unbedingt genutzt werden sollte.